Moin Leute, ich bin der Steffen und zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute zu den Neville Strike Gadgets. Den Start macht dabei der M320 3GL. Um den zu bekommen, braucht man erstmal 10 Kills mit der Dart als Unterlauf und nochmal 10 Kills mit dem LVG als Unterlauf. Also auf Metro gehen und ein bisschen zocken, das geht ruckzuck. Es handelt sich um einen halbautomatischen Granatwerfer mit 3 Kugeln im Magazin und 3 Kugeln in der Reserve. Und diese Kugeln kann man eigentlich recht schnell abfeuern und die Nachladezeit ist halt wie bei jedem anderen M320 auch. Dabei muss man aber sagen, der Schaden und die Reichweite ist recht begrenzt. Wie hier zu sehen, ich schieße einmal neben den, mache eigentlich nur 30 Schaden und da kann ich ja theoretisch auch den normalen M320 HE nehmen. Am besten wäre es natürlich, wenn man gar kein M320 nimmt. Also den einzigen Grund, den ich hätte, um diesen zu spielen, wäre es, zu Feinde aus der Deckung zu locken oder um überhaupt mal diese zu finden. Das heißt, wir haben irgendwelche Gegner, wo ich nicht genau sagen kann, wo sie sind. Und dann schieße ich einfach mal dorthin und vielleicht treffe ich ja irgendwo einen und kann dann sagen, wo einer ist. Jetzt so direkt für ein Ziel und um das auch zu killen, ist er eigentlich gar nicht so stark. Wir haben also letztendlich gar nicht diesen übertriebenen M320, der alles zerfickt, sondern einfach, ja, normaler, der irgendwie dazukommt. Wo ich mir aber jetzt schon denke, braucht es noch mehr Granatwerfer, aber okay, er ist nicht so schlimm wie gedacht. Dann gibt es aber noch die Anti-Air-Minen und die sind vielleicht nicht ganz so nett. Um die zu bekommen, braucht man 3 PDW-Ribbons oder muss halt 5 Helikopter und Co. mit Raketenwerfern zerstören. Dieses Ding stellt man halt auf und dann feuert es halt auf Lufteinheiten. Hat dabei ungefähr eine Reichweite von 200 Meter. Jetzt habe ich hier eine Szene gegen den Attack-Helikopter, da macht es 30 Schaden. Also man kann mal drüber nachdenken, 2 Minen und eines Dinger und schon ist der Heli Schrott. 2 normale Minen würden sogar schon ausreichen, um den Heli irgendwie zu disablen oder ähnliches. Die können dabei also recht fies sein, da man ja 2 davon gleichzeitig aufstellen kann und dann hauen die Dinger natürlich rein. Was man außerdem wissen sollte, ist, nachdem es seinen Schuss abgefeuert hat, geht es kaputt. Es kann von jeglichen Waffen zerstört werden. Das Nachmunitionieren dauert etwas länger. Und der ECM wirkt momentan nicht wirklich gegen diese Mine. Warum man also so ein Ding einbaut, ist für mich noch etwas fraglich, da man in meinen Augen nach jetzt schon genug Sachen gegen Lufteinheiten hat. Aber okay, das hat DICE da gedacht. Ich muss sagen, hätte jetzt nicht sein müssen. Yo, das war's mit diesem Video. Ich habe Titanfall immer noch nicht gespielt, aber ich hoffe, heute, wenn das Video online geht, werde ich es endlich mal schaffen. Dieses Real Life, kennt vielleicht so manch einer von euch, zieht ja so ein bisschen Zeit. Also deswegen wird auf jeden Fall noch, bald ist Freitag. Haut rein, Leute. Sieht sich beim nächsten Video. Ciao.